bin der Aaron. Hallo. Hallo, Sonja. So, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Dito. Dann, meine erste Frage. Wie seid ihr denn zur Schauspielerei gekommen? Ich habe sehr lange im Friedrichstadtpalast getanzt, im Kinderensemble. Und da war eine Freundin und die wusste, dass ich Schauspielerin werden möchte. Und die hatte gesagt, in ihrer Agentur gibt es jetzt Castings zur Aufnahme in der Agentur. Und da bin ich hingegangen und dann war ich in der Agentur und dann hatte ich Castings und hatte eigentlich mein erstes Projekt. Ja, cool, ging ja recht schnell eigentlich dann. Und bei dir? Relativ ähnlich, nur ohne Friedrichstadtpalast. Also ich habe einfach sehr früh schon immer Schauspielerei machen wollen. Meine Mutter hat mich da unterstützt. Ich kam in eine Agentur und so ging dann alles seinen Weg. Ne, erstmal ganz langsam, Schritt für Schritt und dann wurde es immer ernster. Mhm. Und jetzt stehe ich hier, im Cinedome, in Dettelbach. Cineworld. Da steht doch Cineworld. Genau. Siehst du, habe ich doch gesagt. Super. Ich weiß nicht. Weil das hier so riesig ist. Kann passieren. Entschuldigung. Ja. Kein Ding, super. Dann, wann hattet ihr denn kalte Füße beim Dreh? Immer, wenn wir im Schnee standen. Sonst noch wann? Da habe ich dir den geklaut, ne? Kalte Füße beim Drehen. Ich überlege gerade, ob irgendwas dabei war. Ja, ich muss sagen, die Verfolgungsjagd zum Schluss, wir haben quasi den Rollstuhl und die Skier auf den Anhänger gesetzt und sind dann wirklich da die Serpentin langgefahren. Serpentin langgefahren. Und das mit 60 km/h und rechts geht es halt einfach sehr tief runter und ich habe Höhenangst. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen kalte Füße bekommen. Kann ich mir vorstellen, bei Höhenangst so weit oben zu sein, dann... Nicht so schön. No. Dann, ihr habt ja mit Heiner Lauterbach gedreht. Richtig. Wie war das denn für euch? Entspannt. Mega. Ja, lustig. Also, wir haben beide schon mal mit Heiner gedreht. Ich vor 10 Jahren. Emmy auch. Aber ein paar Jahren. Genau, und jetzt wieder. Und es ist eigentlich immer schön, mit Heiner zu drehen. Es macht sehr viel Spaß. Also war jetzt nicht so voll erfahrene Schauspieler und ja, irgendwie, ja, ihr habt ihn schon gekannt und war dann... Es war entspannter. Also ich glaube, es ist nochmal anders, wenn man jemanden jetzt nicht kennt, aber selbst dann glaube ich, dass man generell mit einem Menschen wie Heiner sehr gut klarkommt, weil Heiner einfach wahnsinnig bodenständig ist, wahnsinnig professionell und wahnsinnig jung geblieben auch ist und die Arbeit mit ihm einfach sehr viel Spaß macht tatsächlich. Vielen Dank. Dann nächste Frage. War die Pinkelszene denn beim Dreh auch so lustig? Absolut. Hattest du dann Double? Nein. Okay. Aber es war eine Attrappe für alle, die sich das jetzt genau fragen. Es war nämlich anders auch gar nicht möglich, weil es gab ein Fensterbrett nach innen und ein Fensterbrett nach außen. Und dann war das Fenster halt ein Doppelfenster. Das heißt, da war auch nochmal ein Platz zwischen. Das heißt, also ich glaube nicht, dass es geht. Vielleicht geht es, weiß nicht, bei irgendjemandem. Aber... grundsätzlich war es nicht anders möglich. Das heißt, ich hatte einen Silikon... Penis. Penis. Okay. Penis. Und meine letzte Frage an euch beide. Ja. Bei den Dreharbeiten klappt ja nicht alles beim ersten Mal auf den ersten Versuch. Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Degenhardt war schon echt, ja. Wir haben sehr viel gelacht. Sonja und ich haben sehr, sehr viel gelacht. Sonja und ich haben schon mal zusammen gedreht und deswegen ist es, glaube ich, weil wir uns schon echt gut kennen, ist es, glaube ich, manchmal einfach schwierig, uns gegenseitig dann ernst zu nehmen oder irgendwie nicht zu lachen. Und wenn wir einmal drin sind, dann hört es auch nicht auf. Schwer. Also es ging so weit, dass wir schon Ärger von dem Regisseur bekommen haben. Lachen, der hat aber gelacht. Der hat auch noch gelacht. Wollte aber ernst bleiben, konnte es aber nicht. Ja. Wir sind halt auch lustig. Wir sind auch sehr lustig. Ja. Ja, nee, das hat sehr lange, das hat wirklich lange. Ich glaube, wir haben da... 18 Minuten Outtake. Stimmt, ja. Mhm. Das ist sehr lang. Das ist Lachen. Ziemlich lang. Ja. Das ist wirklich lang. Super, super lang. Mhm. Ja, so wie bei der Pinkelszene. Sehr lang. Ja, sehr lang. Gut, dann bedanke ich mich für eure Zeit und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüssi.